Lauft. Lauft, ihr miesen Würmer. Krati. Es ist die Rache gratis dafür, was ihr den anderen angetan habt. Ja, es macht mir dezent Spaß. Warum? Keiner wird überleben. Jetzt bin ich noch so groß und maulig. Pass auf, gleich müssen wir gegen Batari kämpfen. Wir sind tot und ich weine. Ich werde mich dann stumm schalten, weil ich weine. Hier kommt Grati. Grati. Wieso höre ich immer Stimmengewispere? Das macht mich dezent paranoid. Ist das vielleicht echt die Stimme von Grati? Licht! Ich gehe ins Licht! Ich komme, Licht! Oh nein, da liegen Waffen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Okay. Ja, wir wissen, was das heißt. Na, Glückwunsch. Puh. Oh, na halt kein Puh. Die Maske von Grati zerbrochen. Wie kann sie nur? Was? Das kann uns hier nicht folgen? Willst du mich verarschen? Ach doch, kann uns hier folgen. Dann ist ja alles gut. Ist nur sie hier? Hey, guck mal, ich hab was für dich. Ja, ich merke schon, dass du uns verbrennen willst. Ich möchte aufhören zu brennen. Hör auf zu brennen! Haben wir hier hinten noch was Hilfreiches? Man muss sich ja mal kurz umgucken. Nö. Eine Höhle. Okay. Kommen wir denn da rüber zu ihr? Ich meine, sie fühlt sich natürlich so super sicher. Töte Batari. Kommen wir hier durch? Wahrscheinlich eher nicht so. Nö. Orei? Hatte ich gerade Orei gesagt? Da haben sie überall Leitern aufgestellt, nur da nicht. Wie kam sie denn da hoch? Moment, wir müssen nur erstmal ganz in Ruhe die Gegend erkunden. Oh Mann, wie ist denn... Aua. Moment, ich gucke kurz. So, erstmal wieder heilen und alles rauszupfen, was da so in uns drin steckt. Was sollen wir sie denn... Wie sollen wir das denn machen? Können wir mal austesten. Können wir denn hier... Ich meine, wir sind ja hier... Sind ja hier frei. Wir können auch bestimmt... Ah... Können wir die Dinger kaputt machen? Jetzt ruft sie Kollegen, natürlich. Batari hat Verstärkung gerufen. Können wir die Dinger verbrennen? Ah! Ja, okay, erstmal die anderen wegmachen. Hey du, na? Wie geht's? Heute noch was vor? Nee? Okay. So, einmal weg mit dir. Huch. Aua. Hallo? Ein Würmer. Ah, haben wir uns gerade die Finger wieder eingerenkt? Habe ich das richtig gesehen?
Los, geh kaputt. Hallo? Wie ist jetzt? Ah, jetzt. Nein, lass mich in Ruhe. Sterb, Mann. Unser TP. Lasst mich alle in Ruhe, verdammt. Was wollt ihr von mir? Ich wollte hier doch nur meinen Sommerurlaub verbringen. Ah, zwei von den Fettis, na, Glückwunsch. Hier, fangt. Eure eigene... Wie nennt man so schön eure eigene Medizin? Einer ist weg. Der andere sehe ich nicht mehr. Wie zur Hölle hat die das geschafft? Keine Ahnung. So, Tigri! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ah, Gott sei Dank. Oh. Nein, doch nicht, Gott sei Dank. Hat nicht mehr gereicht. Ja, natürlich, Batari. Ist okay. Adlerauge. Trifft uns sofort. Erstmal alles rausziehen. Okay, pass mal auf. Ich habe es verstanden. Ich kann dieses Spiel auch spielen, Batari. Weg mit diesen komischen Dingern. Was machst du? Ah. Okay, das ist noch nicht weg. Ich kann nochmal drauf schießen. Hey, Batari! Und jetzt? Wie sollen wir die denn ordentlich erwischen da hinten? Wie soll das denn gehen, bitte? Ja, ist okay. Wir erwischen die doch niemals da hinten. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Hier, wir können uns dort die Daumen wieder schön einrenken und wir können uns Sachen aus dem Arm ziehen, aber... Außer, dass es verdammt schmerzhaft aussieht, tut uns das an nichts. Was? Auf zu quatschen. Geht das wirklich nur so? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, aber okay. Blabla, Ranger, blabla. Hör auf, so rumzuzappeln, Mann. So, brenn ein bisschen, Mädel. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich habe keine Ahnung, ob es der richtige Weg ist, wie ich es mache, aber ich will nicht sterben. Können wir das benutzen? Nö. Aber heilen tut sie sich nicht, ne? Nee, zum Glück, das wäre es ja noch gewesen. Guck mal, da kommt eine Sonnenfinsternis. Deswegen ist sie so wahnsinnig. Haben wir... Es scheint ja zwischendurch ein recht ruhiger Kampf zu sein. Was haben wir denn noch so? Fährtentarnung Feuerfest. Ah, ja. Verringert den Schaden. Das ist ja toll. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Oh Mann, wir hatten die schon halb weg. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, wie ich es mache. Aber halb tot war sie schon. Okay, ist ein bisschen doof, dass die da hinten auf ihrem Superpodest steht. Das ist, ja, das ist schon dämlich, aber wir könnten es schaffen. Oh Mann, wieder hier. Na, Glückwunsch. Weiß nicht, ob wir davon vielleicht mal ein paar Dinge einsetzen sollten. Ich habe keine Ahnung. Aber man bekommt hier zum Anfang auch keinen Hinweis, was man machen muss. Nö.
Also, ich tue das ja mal wegmachen. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre das ja wichtig für sie. War das vielleicht vorhin so schwer, weil die jedes Mal, wenn wir so... Ach nein, die sind ihre Schutzschilde, oder? Sind das Schutzschilde für sie? Hey du, ne? Tiki, bist du bitte ein bisschen vorsichtig? Aua. Ich bleib mal hier unten, weil hier kann die nämlich nicht hin. Okay, ich kann ihn nicht rufen. Ah, er kommt aber her. Die sollen mal schön alle herkommen. Wer was von uns will, soll herkommen. So wie der zum Beispiel. Er ist nett, er möchte was von uns, er kommt her und stirbt. Oh nein, na toll. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Fettklöße hasse? Vor allem, wenn die noch mit Feuer rumhampeln. Aua. Okay, das war's. Brennen wir? Nö. Müssen wir uns mal den Finger wieder einrenken. Ist okay. Tigri brennt. Keine Ahnung wieso. Ich glaube, wir benutzen mal ganz kurz das hier. Für den Tigri ist es, glaube ich, besser. Tigri ist tot, okay. Der aber auch. So, komm her. Oh ja, Isila, bla bla bla, bla bla. Erwische ich deinen Kopf? Nö. So, die quatscht da Zeug. Hier, du isst mal das. Lass mal das Vögelchen fliegen. Na du? Nicht getroffen, das ist doof. Aber jetzt. Können wir sonst noch irgendwas machen als Vogel? Guck mal, hier haben wir noch so ein Ding und da haben wir auch noch welche. Weiß nicht, müssen wir die vielleicht alle. Aua. Vielleicht alle kaputt machen? Ich meine, wir haben sie jetzt gesehen. Wir wissen, dass die. Ist ja gut, ist ja gut. Entspann dich, Mädchen, entspann dich. Ich weiß halt nicht genau, wofür diese Dinger gut sind. Aber ich meine, wenn die da sind. Wenn die sich so anbieten, dann müssen wir die bestimmt kaputt machen. Kommen wir an das Hindernis überhaupt ran? Nö. Können wir das hier wegbrennen? Wir können es anbrennen, aber wahrscheinlich nicht wegbrennen. Aber das könnte die Eule machen. Warte mal, wo ist denn das? Au. Aber ich glaube, wir haben es getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bevor die Eule gegen den Stein flog, bin ich der Meinung, hat sie noch getroffen. Toll, hier können wir uns nicht hinter verstecken. Das ist doof. Ja, wir brauchen ein Stück dafür. Es tut mir leid. Bisschen Tierhaut, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Zeug. Sollen wir mal mit so einem Speer werfen? Ich bin mir nicht sicher. Hey, getroffen. Hey, getroffen. Hey, nicht mehr getroffen. Aua. Nein. Wie viel Schaden macht die bitte mit einem Schuss? Das ist unglaublich. Warte mal, haben wir... Ach, wir haben nicht mehr genug Zeug dafür? Scheiße, unser Grünkraut ist alle. Okay. Das erklärt natürlich, warum der sich immer nur Sachen rauszieht. Schaut sie noch her? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dies ist ein Krieg. Wir können nicht einfach nur drauf losstürmen. Hey, fang!
Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Hier noch ein paar herstellen. Hartholz fehlt. Okay. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, heilt sie oder heilt sie nicht. Okay, jetzt ruft sie wieder Freunde. Tiki? Komm zu mir, mein kleiner Freund. Verstärkung? Ach, da kommt ja die Verstärkung von. Hey, du, ne? Oh. Hör auf zu brennen, hör auf zu brennen. Warte. So. Das wollte ich nicht. Nein, zurück. Okay, sie schreit da hinten rum. Das ist nett. Die sind. Ah, doch, irgendwo ist noch her. Da hinten. Hallo, die Herrschaften. Fangt mal auf. Könnt ihr aufhören zu brennen? Das wäre nett. Danke. Jetzt. Hör auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel Schaden durch Feuer nehmen. Boah, voll weggeschleudert. So, da brennt der Wald ab. Das ist schön. Da hinten brennt es auch überall. Tigri, wie geht's dir? Brauchst du ein Stück Fleisch? Komm her. Können wir uns leisten. Ich esse auch mal was. Wir haben Batari schon halb weg. Da läuft noch irgendwo jemand rum. Laufen sogar noch zwei Leute rum. Hier kommen wir nirgendwo hin. Nein. Jetzt lauf doch nicht weg. Bleib stehen. Hui. Oh, sie hat uns gesehen. Würde uns natürlich auch auf die Entfernung treffen. Oh. Ja, ist okay. Ey, du, fang mal. Hab ich ihn getroffen? Jetzt hab ich ihn getroffen. Nee, ich muss nicht brennen. Na, ah, ich brenne. Ich brenne. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich will nicht ins Feuer. Ich habe Angst vor dem Feuer. Sieht sie uns? Nö, sie schreit nur. Bringt uns die Sonnenfinsternis eigentlich irgendwelche Vorteile? Ich glaube ja eher nicht. Oh, jetzt wo ich dir helfen wollte, hast du es geschafft. Okay. Tut mir leid, mein Kleiner. Ich muss vorsichtig vorgehen. Also, dass uns mal das Grünblatt ausgeht, das hätte ich tatsächlich auch nicht so schnell gedacht. Überraschung für dich. Ich schick nochmal die Eule hinter. Man muss ein abwechslungsreiches Angriffsrepertoire machen. Jetzt versteckt sie sich nämlich. Das heißt, wir können hier eine Bienenbombe absetzen. Und dann können wir sie auch nochmal anzünden. Ich habe keine Ahnung, ob das ein guter Plan ist. Ich weiß ja nicht mal, ob sie dadurch wirklich Schaden nimmt. Ich glaube ja. Oh. Ja. Eule gegen den Baum gesteuert. Das ist alle. Hier können wir noch ein bisschen machen. Da können wir nichts mehr herstellen.
Wie schnell die auch schießt, das ist unglaublich. Oh, Digri braucht mal Heilung. Komm mal her, Kleiner. Bitte schön. Noch eins. Bitte schön. Wir haben sie schon halb weg. Wir müssen das schaffen. Können wir eigentlich... Ich will mal ganz kurz gucken. Gibt's hier hinten noch... Boah, die sieht uns. Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott, ich dachte schon, wir stürzen ab. Okay, das wollte ich nochmal gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Bisschen Tierhaut, Fleisch, Tierfett. Okay, ich glaube, wir müssen einfach so weitermachen, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Ich nehme an, das ist tatsächlich die beste Taktik. Natürlich. Natürlich. So, erstmal wieder was essen. Erhöht euch, Isila. Ba, 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 ba. Hey, guckt mal. Überraschung. Ihr werft Bomben, ich werf Bomben. Hat er was gebracht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie glaube ich nicht. Ja, weg. Ah ja, ist er weg. Also, ich nehme doch die. So, einmal runtergeschossen. So, mehr. Sehr gut, Kleiner. Aber ich denke, das war es noch nicht. Da kommt bestimmt noch jemand. Bartari ist... hat noch ein Viertel Leben. Wetten, die kriegt uns jetzt nochmal. Da kommt noch ein schwerer. Also ich denke, das ist der schwere, weil die schweren waren noch nicht hier. Zwei Stück müssten noch kommen. Ja. Hey, du, na? Vielleicht hätte ich mich mal an der anschleichen sollen. Zu spät. Der ist weg. Und der hat uns jetzt leider auch schon gesehen. Jetzt hätte ich mich an den noch versucht anzuschleichen. Ja, Crap. Lock ihn doch hier runter, Kleiner. Ich kann da nicht hin, weil der sieht sie uns. Kann ich ihm sagen, er soll herkommen? Kommt er dann? Ja, er kommt her. Sie sieht uns, wenn wir rumlaufen. Oh. Tatsächlich gestorben? Sofort? Ist ja komisch, okay. Au. Hallo? Ach nee, nicht gleich gestorben. Die Warnung, dass sie am Sterben ist, okay. Hallo, darf ich mal hier hoch? Danke. Kann ich ihn jetzt austricksen, wenn er nicht weiß, wo wir sind? Och nö, der weiß immer, wo wir sind. Hey du! Ach Mist, wir hätten den Takedown machen können. Zu spät gesehen, naja. Hey, komm her!